Ich bin Friedrich Schnieders, mein Bruder ist Clemens Schnieders, wir sind Zwillinge. Wir mästen schon seit Anfang an, seit der Schulzeit Kälber. Wir hatten früher Hirnbetrieb im Ort und sind dann 2010 ausgesiedelt. Und 2013 haben wir noch ein zweites Standort dazu gemacht. Wir mästen jetzt Kälber, Weißfleischkälber für die Firma Denkerwied. Das ist eine gute Sache. Irgendwann wollten wir in der Landwirtschaft weitermachen, weil wir immer Kälber gemästet haben. Und Kälbermast sehen wir noch eine Zukunft drin. Wir messen ja jetzt schon seit fast 50 Jahren Kälber und haben diese stetige Entwicklung gesehen in den Tieren, mit den Tieren, und haben erkannt, als Gummiboden aufkam, dass das für den Kälbern besser ist. Wir waren in Holland in mehreren Betrieben, haben Versuchsbetriebe uns angeschaut. Wir sehen, dass Kälber, die auf Gummi laufen, besser liegen können und besser laufen können. Die Gelenke und die Klauen werden besser geschont. Weil sie auch eine größere Auflage haben, können die besser gehen und liegen. Die Ställe sind sauber, viel sauberer, als wenn es auf Holz ist. Und deswegen haben wir gesagt, allein schon wegen Tierschutz, dass wir auf Gummi umstellen wollen. Und das war 2013, als wir in den Planungen waren, noch gar nicht so aktuell. Aber weil wir uns eben viel informiert haben, haben wir gesehen, dass wir das als die Zukunft ansehen. Ja, wir haben Easyfix Gummi genommen, weil wir haben uns auch andere Gummis angesehen. Und wir sind auch zur Hannover Messe gewesen, haben uns andere Firmen mit Gummi angesehen. Und wir haben gesehen, dass Easyfix Gummi ist rund. Da läuft der Urin schön ab durch die Ecken. Die Kälber sind immer trocken. Selbst wenn da Urin drauf ist oder Kot drauf, der wird weggetreten. Die Kälber liegen immer trocken. Und dann hat Easyfix einen weichen Kern. Die Kälber liegen weicher als bei anderen Gummis. Denn die wir damals gesehen haben, die waren fest, die Gummi. Und bei Easyfix, da unten ist eine Luftkammer drunter und davon liegen die weicher, die Kälber, und auch wärmer. Durch diese Luft wird auch die Wärme ein bisschen isoliert. Dann haben wir festgestellt, wenn auf Easyfix ruhig ein Kalb, wenn es mal ein bisschen in den Knochen hat oder so, wenn man einen Kälber bekommt, die nicht so in den Knochen gut sind, wenn sie kommen, auf Easyfix werden die immer wieder gut. Also das haben wir noch nicht gehabt, dass da ein Kalb wegen der Knochen irgendwas passiert. Und dadurch, dass die Kälber sich wohl befinden, brauchen die ja nur ein bisschen mehr Wohlbefinden haben und nehmen auch mehr zu. Die Kälber brauchen weniger Medikamente, die Luft wird besser in der Stelle. Das habt ihr auch gesehen bei uns in der Stelle, dass die Luft gut ist, weil auch der Kot immer weg ist. Und dadurch hat man mehr Zunahme, hat weniger Medikamentenkosten und die Kälber fühlen sich wohler. Und ein Tier, was sich wohlfühlt, hat automatisch mehr Zunahme. Das kann jeder sagen. In Deutschland gibt es ja noch keine Zuschüsse oder Subventionen für diese Sachen. Jetzt muss man das oder soll das, verpflichtend ist es noch nicht. Aber wir sind da schon vor 5 Jahren mit angefangen und wir sind heute richtig froh, dass wir es gemacht haben. Gerade in den Stallneubau, da wir denen sofort gesagt haben, so die Zukunft kommt. Sonst hätten wir einen Holzboden genommen und nach 5 oder 7 Jahren hätten wir wechseln müssen. Unser ist jetzt 5 Jahre drin. Das, bis auf Kleinigkeiten ist da nichts dran. Der ist zu 99% oder über 99% noch tipptopp in Ordnung. Und von daher werden wir uns da immer wieder für entscheiden.